Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt alles Zeug verkauft. Naja, nicht alles, das Übliche halt habe ich noch da gelassen. Und es war ein ganz schönes Ding. Dafür haben wir jetzt aber auch ein kaiserliches Geschirr der Krankheit. Habe ich eigentlich, jeder, der von einer Waffe der Krankheit getroffen wird oder ein Opfer in Rüstung der Krankheit trifft, bekommt 3 bis 12 Schadenspunkte. Haben wir allerdings nicht, aber die Rüstungsklasse war besser. Du hast auch jetzt ein kaiserliches Geschirr. Mit 34 ist also auch nicht so schlecht. Du hattest, glaube ich, neue Handschuhe. Nee, auch keine neue Handschuhe. Aber du hast, glaube ich, das hier gekriegt. Ein besserer Gürtel mit mehr Ausdauerpunkten. Und ich glaube, das war es auch gewesen. Okay, so viel da dazu. Halt, da geht's raus. Lass uns mal ganz kurz. Ich kann ja nicht. Doch, ich könnte. Ja, so. Ja, war vielleicht doch ein bisschen blöd. Egal. Jetzt gehen wir als allererstes nach Dronheim und geben die eine Quest ab. Ach, da muss man, glaube ich, komplett durchlaufen. Ja, ich glaube, wir müssen es trotzdem früher oder später nochmal uns ausruhen. Wenn ich die Gaststätte hier nochmal finde. Wenn ich gehe mal woanders hin. So, hier haben wir ja diese eine Quest, wo wir abgeben wollen. Und zwar, beschafft euch die schwarze Kugel des Wissens. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Ich habe nur noch eine Vermutung, dass die relativ im Osten der Stadt, also hier oben irgendwo gewesen ist. Aber ich bin mir dann auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Wir schauen einfach mal, ob das so ist. Wenn wir unterwegs eine Taverne sehen, die ich auch nicht übersehe. Da ist eine Taverne. Dann lasst uns hier mal kurz einkehren. Kommt, trinkt was. So. Gut. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die eine nochmal hier finden. Nochmal so einer. Mittlerweile auch gar kein Problem mehr. Ja, da ist er, da ist er. Wir haben die schwarze Kugel. Der verrückte Zauberer Robinson hatte sie. Er besaß sie nicht nur, er hat sie erfunden. Vielen Dank, ihr ahnt nicht, was für eine wunderbare Nachricht das ist. Danke. So, damit ist diese Quest auch fertig. Dann gehen wir nochmal hierher zurück. Dazu mussten wir, glaube ich, mit Leuchtfeuer zurück. Und zwar das hier. Zurückrufen. Dann stürzt das Spiel ab. Yay, und das gleich am Anfang. Ich bin begeistert. Wartet mal ganz kurz. Ich muss nochmal neu laden. So, da bin ich wieder. Ja, also das Spiel hat sich komplett aufgehangen gehabt. Das war richtig, richtig übel. So, da ist noch das Ding, das holen wir uns auch gleich. Aber wir gehen erstmal zum Abt, wegen der heiligen Reliquie. Die haben wir nämlich jetzt wieder und die können wir ihm auch geben. Ihr stammt nicht von hier, nicht wahr? Wir haben eure Reliquie gefunden. Tatsächlich? Oh, bravo! Wir alle hier im Kloster danken euch. Hier, ich habe eine Belohnung für den vorbereitet, der sie zurückbringt. Dankeschön. Nein, danke. Braucht ihr sonst noch etwas? Ja, wie wär's mit den Drachen beschwören? Okay. Sagt da nichts dazu. So, wir haben die Quest auf eine Seite runtergebracht. Auch gar nicht mal so schlecht. Ihr stammt nicht von hier, nicht wahr? Komisch, wir sollten die Reliquie besorgen, damit wir den Drachen beschwören können. Der ja sowieso schon da ist. Aber, ja. Aber es bringt nichts, weil, ja, ihr seht's ja, wir können ihn nicht danach fragen. Also auch wieder so ein typischer Bug. Hier, nicht wahr?
Ich meine, der Drache ist da. Der dürfte noch gar nicht da sein. Das müsste der sein, den wir da gesehen hatten. Aber ja, also... Ihr stammt nicht. Also das ist auch wieder total verbuggt hier. Wir sollen, damit wir ihn beschwören können, den Drachen, soll man ihm die Reliquie bringen. Wir haben ihm die Reliquie gebracht, der Drache ist eh schon da, aber er sagt nichts. Naja, gut. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Da musste ich tatsächlich nachschauen, wie das funktioniert. Ich habe da nochmal nachgeschaut, was der Typ gesagt hat. Der Orgelspieler, der noch weiter oben ist. Ja, mit dem Orgelspieler. Und der hat gesagt, er hat seine Musik nach den Glocken bla 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 rumgemacht. Was weiß ich, wie auch immer. Ja. Anhand von seiner Musik mussten wir jetzt die Glocken ziehen. Allerdings, ich bin da echt schlecht drin, da rauszuhören, welche Tonleiter wir machen müssen und welches Ding ist und so weiter und so fort. Ich habe mal nachgeschaut gehabt, wie das geht. Wie gesagt, ich bin da extrem schlecht drin, das rauszuhören. Und auch hier... die richtigen Seile zu ziehen. Wir müssen den ersten ziehen, den fünften, den zweiten. Und das habe ich schon falsch gemacht. Mist. Der erste, der dritte, der hier und der hier. Und dann sollte eigentlich was passieren. Habe ich das jetzt vergeigt? Ich probiere es nochmal. Eins. Zwei. Komisch, das müsste es aber eigentlich gewesen sein. Ich habe es sogar schon ausprobiert gehabt. In der Pause mal. Und da ist da aber was passiert. Da sind die jetzt weggegangen. Dann hat auf einmal angefangen, die Glocken richtig hoch, richtig zu läuten und alles. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Habe ich es vielleicht das erste Mal komplett... Ne, das darf aber auch nicht sein. Und dann sind die nämlich hier weggegangen und... Ja, aber die gehen nicht weg. Nee. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe das eigentlich richtig gemacht. Dachte ich zumindest. Wenn ich muss jetzt schnell nochmal laden. Wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert gehabt. Ich habe das Speicherstand natürlich dann... ich habe es nicht gespeichert gehabt. Und da hat eigentlich wunderbar funktioniert. Vielleicht habe ich es aber auch jetzt gerade total vergeigt hier am Anfang. Also. Eins. Vielleicht muss ich auch warten, bis sie richtig geklungen haben, dass ich das so schnell jetzt gemacht habe. Ja, super. Funktioniert nicht mehr. Ich lade nochmal neu. Funktioniert nicht mehr. Wo habe ich denn das zuletzt gespeichert gehabt? Wenn ich muss, ist tatsächlich nochmal ausprobieren. Na super. Ich habe es extra ausprobiert, damit ich da jetzt nichts falsch mache. Und was ist? Es geht auf einmal nicht mehr. Entweder ist es jetzt ein Bug, dass es nicht geht, oder ich mache irgendwas falsch. Aber eins, also eins, zwei, drei, vier und fünf. Ich verstehe es nicht, warum es jetzt nicht geht. Ich verstehe es nicht, warum es nicht geht. Okay, das muss ich vielleicht mir nochmal anschauen. Das muss ich mir nochmal anschauen, warum das jetzt nicht geht. Ob sich da was geändert hat? Oder muss ich vielleicht doch nochmal mit dem Typen reden? Hm.
Aber ich hätte auch schwören können, dass ich das anders angehört hatte. Hallo? Hallo? Also, ich verstehe es echt nicht. Wenn nicht, müssen wir es halt, wie gesagt, lassen und da, wir haben ja noch anderes Zeug zu tun. Und jetzt hat es dann richtig gespielt gehabt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich werde es nochmal, ich werde es jetzt mal lassen. Ich probiere es in der Pause nochmal aus. Ich verstehe es noch nicht, warum es jetzt auf einmal nicht gegangen ist. Es hat geklappt gehabt und dann sind die unten dann weggegangen. Und es ist genau das, was ich jetzt auch gespielt habe. Ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht. 1, 2, 3, 4. Ich verstehe es nicht. Ich probiere es, wie gesagt, nochmal aus. Dann wollen wir was an. Dann machen wir was anderes. Das da machen wir dann anderes Mal. Das haben wir. Ja, dann würde ich nämlich noch was anderes machen sagen. Wir haben nämlich so viel Geld. Lasst uns mal Begleiter holen. Da habe ich mir auch zwei rausgesucht gehabt. Ich hoffe, dass ich sie auch finden werde. Der erste müsste in. Ach. Torgard sein, genau. Ich wollte auch noch zum Trainer gehen. Ich wollte doch eigentlich auch noch zum Trainer gehen. Machen wir auch gleich noch. Ja, aber das mit den Glocken, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich habe es extra ausprobiert, weil ich mir unsicher war, ob es auch klappt oder nicht klappt, ob das stimmt. Und da hat es geklappt gehabt. Dann habe ich das ganze Spielstand nochmal neu geladen und habe dann mit euch ganz normal weitergemacht gehabt. Und jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ich meine, wenn nicht, müssen wir uns halt mit denen anlegen. Ungern zwar. Aber ich meine, was soll man machen? Das ist auch eine Hauptquest. Aber wie gesagt, ich probiere es einfach nochmal aus. So, der soll, den ich jetzt suche, vor der Taverne sein. Warst du das? Randwehr Headcrusher. Ja, das war der. Den wollte ich eigentlich mitnehmen. Wir möchten euch möglicherweise einstellen. Großartig, ich bekomme 700 Gold im Monat plus 10% von allem, was wir finden. Gratuliere, ihr habt den Job. So, jetzt haben wir noch einen weiteren drin. Und ich wollte noch einen mitnehmen und der ist in Drangheim. Bevor wir da aber hingehen, hätte ich gesagt, gehen wir nochmal hierher und trainieren. Deswegen habe ich auch gerade gestutzt gehabt, weil nach Drangheim, wenn wir trainiert haben, wollen wir definitiv auch den Bogen auf Meister machen. Und dazu sollten wir nach Drangheim gehen. So. Alle auf 37, dann alle auf 38, alle auf 39. Und eher sogar, 39 sind wir jetzt satt. Also 38 und 39. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann schauen wir mal. Klinge war fertig. Bogen war fertig. Rüstung war fertig. Falle entschärfen wollten wir machen. Dann könnten wir das auf jeden Fall besser machen. Waffenkunde war fertig. Falle war fertig. Handeln war fertig. Wahrnehmung war fertig. Körpertalent wollten wir als nächstes dann auf 7 noch bringen. Das heißt, ich muss mal kurz mir aufschreiben. Was haben wir? Falle entschärfen. Hammer jetzt hat. Falle Großmeister. Das schreibe ich mir lieber mal auf, damit ich es nicht vergesse. Ja, das war's. Bei dir sind wir damit fertig, damit fertig, damit fertig. Waffenkunde sind wir fertig. Körpertraining. Sind wir auch auf Großmeister. Und was bringt es am meisten noch? Waffenkunde. Fertigkeit wird dem Schadensbonus aller Nahkampfwaffen hinzugefügt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn wir da nochmal Punkte drauf machen.
Wirkung oder Fertigkeit wird verdreifacht, ist auch nicht verkehrt. Also die zwei könnten wir auf jeden Fall Sachen drauf machen. Da Punkte natürlich drauf zu geben, ist auch nicht verkehrt. Fertigkeit wird im Schadensbonus hinzugefügt. Und die Fertigkeit verringert die Erholung. Also das da ist auf jeden Fall ganz geschickt. Können wir noch keine Punkte drauf machen. Okay, bei dir war es, was wollten wir da machen? Gegenstand identifizieren, haben wir 7 Punkte drauf. Könnten wir sogar 100% Erfolg machen, bringt aber meiner Meinung nach nichts. Da haben wir, genau, da müssen wir noch Punkte drauf machen. So, jetzt können wir Meditation auf Großmeister machen. So. Ansonsten, ja, da sind wir eigentlich fertig. Rüstung sind wir fertig. Wisst ihr was? Dann machen wir vielleicht die Wurfwaffe noch auf Dings. Dass wir die Wurfwaffe noch auf Dings hochbringen. Auf Experte zumindest mal. Das geht ja. Und die Hiebwaffe wollen wir auch noch auf Experte hochbringen. Dann ist das auch fallenfertig nicht schlecht. Ach, Bogen haben wir schon auf Meister? Ich dachte, den Bogen hätten wir noch gar nicht auf Meister. Wir haben ihn schon auf Meister. Ach, es war die Rüstung. Es war die Rüstung. Die Rüstung wird auf Meister noch gehen. Ah, da müssen wir auch nach Drangheim. Das passt auch soweit. Und Elementar wollte ich noch hochbringen. Wow, das hat auch geklappt. Okay. Sehr schön. Dann bitte mal einmal nach Drangheim. Den Turm bitte runter. Hier war doch irgendwo. Was wollte ich hier nochmal? Ich meine, den einen Typen, da hat man noch die Waffe entschärfen. Ach so, ich wollte wegen Bogen. Ja, das war's. Aber den hatten wir ja schon. Das Einzige, was wir hier noch machen könnten, wäre wegen dir die Wurfwaffe. Aber ich bin mir nicht sicher, wo der hier sein soll. Ob der hier irgendwo ist oder nicht. Ob Wurfwaffe ist, Experte mit Speer. Hallo. Schildkunde. Rüstungskunde. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob der hier irgendwo ist oder nicht. Unbewaffneter Kampf. Könnte sein, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Wir lassen es jetzt erstmal. Aber hier in der Taverne haben wir noch einen weiteren. Den wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Warst du das? Ja, du warst das. Ich besitze dazu die Fähigkeiten. Ja, also gut. Was habt ihr für einen Beruf? Meuchelmörder, wie viel verlangt ihr? 1000 Gold im Monat plus 5% von allen Gold. So, den nehmen wir auch noch mit. Dann könnte die ganze Sache jetzt ein bisschen einfacher werden. So. Dann sind wir damit fertig. Dann würde ich jetzt hier Pause machen. Dann schaue ich mich nochmal um, wo die Wurfwaffen sind. Meditation Großmeister ist in Lindisfarne. Das könnte man auch noch machen ohne Probleme. Körper und Falle Großmeister weiß ich jetzt nicht. Da schaue ich auch nochmal nach, damit wir das nochmal machen können. Und dann schaue ich auch nochmal nach wegen den Glocken, was mein Fehler jetzt da war. Oder ich probiere es nochmal aus. Ich weiß es noch nicht genau. Jedenfalls, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann können wir vielleicht das eine Relikt dann noch abgeben, die eine Quest. Und dann machen wir in Yonic weiter. Einfach mal umschauen, was wir da noch alles finden werden. Ja gut, bis dahin, macht's gut und tschüss.